Hallo und willkommen zurück zu Transport Fever. Wir sind hier in Indianapolis und wir sehen hier, dass der Nahverkehr richtig gut hier läuft. An den Haltestellen stehen überall Leute. Wir haben ja hier überall Straßenbahn eingeführt. Wir hätten auch direkt mit Bussen oder wir hätten mit Bussen loslegen können, aber ich wollte einfach hier in diesen Städten hier, generell hier, einfach mal von vornherein auf Straßenbahn setzen. Ich denke, damit fahren wir am Ende insgesamt besser, weil wir uns hier nicht noch selbst die Straßen verstopfen. So, und wir haben aktuell eine Aufgabe. Hier steht, Benzin zur Strecke liefern. Da haben wir bisher 0 von 100 Tonnen hingebracht. Die Rennstrecke, die ist selbstverständlich hier vorne. Und wir haben auch noch hier unsere Haltestelle, beziehungsweise unseren Bahnhof. Und wie wir hier sehen, wir haben ja hier die Strecke in diese Richtung gebaut, hier zu dieser Ziegelfabrik. Wenn wir das Ganze verlängern, kommen wir hier an einer Raffinerie vorbei und ganz hier hinten ist eine Ölquelle. Das sind hier diese alten Türme, wie man sie vielleicht noch irgendwie aus alten, ja, man kann sagen aus Westernfilmen oder so kennt. Da ist, da kennt man diese Bilder, wo oben das Öl rausschießt. Das war in der Regel solche Türme hier. Nicht mehr diese Pumpen, wie man sie heute hier kennt, die einfach auf dem Feld rumstehen. So. Von hier aus müssen wir also dann einen Bahnhof, also einen Güterbahnhof bauen. Also da ein Güter, eine Bahnstrecke hier runter und von da aus dann hier hin. Und ja, bis 1925 müssen wir das Ganze schaffen, um hier die Medaille zu bekommen. Geschwindigkeitsrekord. Sorge dafür, dass die ersten Autorennen vor 1925 stattfinden. Genau. Und das versuchen wir. Und deswegen bleibe ich erstmal in der Pause und baue mal eben noch, oder bleibe in der Pause, um hier keine Zeit verstreichen zu lassen. So, wir haben hier Güterbahnhof. Dann nehmen wir mal hier direkt den Kopfbahnhof. Ich gehe auch nochmal auf das Höhenmodell. Ja, da sehen wir, dass wir nichts sehen. Ist alles ganz flach. Mehr oder weniger. Na gut, das sind immer natürlich die relative, das sind immer relative Höhenstufen hier, diese Ringe. So, also, wir legen los. Wir müssen in die Richtung. Da machen wir aber vorher nochmal was anderes. Wir, ja, bauen die Straße hier mal so, damit wir da den Bahnhof besser hinbekommen. Stückchen rauszoomen. So. Da haben wir das hier. Güterbahnhof, Kopfbahnhof, Oberleitung, ja, okay. Dann haben wir da jetzt eine Oberleitung dran. So. Dann haben wir jetzt hier die Raffinerie. Wir müssen hier so lang. Und hier oben rum. Güterbahnhof, dann nehmen wir den da und zwei Bahnsteige nehmen wir mal direkt. Bauen das mal so. Und dann fahren wir hier einmal direkt raus. Ich mach's mal so. Und verbinde das mal direkt. So. Haben wir schon mal. Und dann nehmen wir das hier aus der Seite, also aus dem anderen Bahnsteig raus. Von da aus fahren wir hier erstmal ein Stück runter. So, dann müssen wir, haben wir das hier schon zweigleisig? Haben wir nicht. Okay, so, den brauchen wir ja an sich erstmal für die Ziegel gar nicht mehr. Dann führen wir das Gleis am besten hier vorbei. So daran. Und jetzt haben wir auch direkt wieder Oberleitung dran. Ah, okay. Dann müssen wir hier rüber. Mhm.
Es gehört noch zur Fabrik dazu. Vermute ich. So, okay. Das ist das. Okay, so. Und dann gucken wir mal. Wir müssen... Jetzt haben wir das ja auch teilweise mit Oberleitung und teilweise ohne. Okay, so. Der Zug muss da lang. Am besten wäre es ja, wenn die sich gar nicht erst berühren, aber das kriegen wir nicht hin. Wir lassen den Zug mal durchfahren. Dann mache ich das hier zweigleisig. So, der ist durch. Alles klar. Ist da noch ein weiterer Zug auf der Strecke? Nein. Da ist kein zweiter Zug auf der Strecke. So, dann ziehen wir nämlich direkt ein zweites Gleis hier parallel dazu. Okay, dann kommt... ja, das können wir so lassen. So... Jetzt werde ich hier entfernen müssen. Haben wir jetzt da die Waggons leer gemacht? Wäre doof. Aber nicht zu ändern. Wir haben eben tatsächlich gerade die Baumaterialien vom Waggon gezogen. Ja, ist dann Pech. So. Dann mache ich mal eben noch ein Upgrade, dass hier alles mit Oberleitung versehen ist, für den Fall, dass wir hier Elektrozüge fahren lassen wollen. Da fahren wir ja vorbei. So, okay. Das wäre schon mal geklärt. Das dann auch. Okay, gut. So, Strecke bauen. Der muss dann natürlich hier auf dieses Gleis kommen. Einmal und auch auf die andere Seite. Weil wir dann ja Rechtsverkehr hier haben. Wenn das Ganze zweigleisig ist. So, jetzt haben wir hier eine schöne Einfädelung. Hervorragend, das sieht doch gut aus. So, dann gehen wir nochmal auf die Signale. Eins hierhin. Dann machen wir... ja, dann brauchen wir hier auch was. Dann machen wir dann natürlich noch eine Ausweichstelle, weil wir nicht wollen, dass der hier das komplette Gleis belegt. So, dann noch ein Signal hin. Jetzt haben wir hier so viel Dampf. Da ist nichts zu erkennen. So. Hier ein Signal hin. Da ein Signal hin. Da und da. So, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich die auch richtig einstelle. Einbahn. Einbahn. So, und das ist aber von da aus kommend. Und so, den lassen wir nochmal einen Moment weiterfahren. Ja, der freut sich, dass wir hier was ausgebaut haben. So, wenn er über den Bahnübergang drüber ist, dann reiße ich da mal die Gleise ab. So, der Rauch nebelt, der Rauch, der legt sich aus so langsam, gut. Dann haben wir das hier, es kann jetzt weg. Und wir haben ja hier noch eine Weiche. Ist das die, die da kommt? Nein, dann mache ich die nochmal weg. Nur die da weg haben, genau. So, wir haben das da, dann machen wir das vielleicht noch hier vor, dann gilt nämlich das Rechtsfahrgebot. Ja, wobei, das machen wir hier. Das machen wir doch schon hier. So, also, da ist die Weiche. Die Krümmung zu groß, bitte. Okay, so, nochmal neu. Musste ja kommen.
So, und das ist das, was da lang führt. Das ist kein Problem. Jetzt ist die Krümmung echt zu groß. Quatsch. Ich ziehe das hier mal noch ein bisschen länger. Und versuche das nochmal. Wir hatten vorhin so ein Stück. Da ging das. Okay, dann muss ich hier vorne das nochmal abreißen. Machen wir es so, wie wir es da gerade hatten. Okay, ja, haben wir das so. Und dann führen wir, die natürlich noch zusammen, die Gleise. Wo ist denn hier? So, da wieder rüber und das andere dann dazu natürlich. So, und dann machen wir das ein bisschen länger. Oder führen wir das hier hinterm Bahnübergang so rein. Gut, dann haben wir das. So, da ein Signal. Hier definitiv auch ein Signal. Die beiden stelle ich schon mal auf Rechtsfahrgebot ein. Ist ebenso. Und dann kommt da jeweils nochmal... Also zumindest hier kommt dann noch ein Signal rein. Und da, das passt dann auch hier nochmal... Hoffe ich, dass das passt. Hoffe zumindest, dass mich da nicht groß irre. So. Jetzt kommt hier rein. Der will da raus. Das heißt, er braucht hier ein Signal. Und so. Und was ist hier das Problem? Indianapolis Baumaterial. Wo würde der hinwollen? Hä? Der hätte... Hier Rechtsfahrgebot und da nicht. Oh, wahrscheinlich haben wir jetzt hier wieder ein Signal zu viel. Rechtsfahrgebot. Vielleicht haben wir es auch falsch rumgesetzt oder ich. So. Das Signal ist richtig. Das Signal interessiert den gar nicht. Und das nächste Signal hier ist wo? Das ist ja ohnehin für beide Seiten. Das Signal interessiert überhaupt nicht. Hier vorne müssen wir, da ist es noch. Das passt. Das passt auch. So, ja, natürlich haben wir da hinten noch ein Problem. So, dann fährt er hier lang. Na, gucken wir mal. Erstmal weitere Signale. Ja, hier muss ich natürlich noch, genau, hier muss ich natürlich noch eine Weiche einstellen. Also der jetzt mit dem Baumaterial kommt, der muss ja dann hier auf die andere Seite rüberfahren können. Sprich, er muss hier raus können. Geht das so? Geht nicht. So geht's auch nicht. So, genau. Und dann haben wir hier wieder ein Signal, hier dementsprechend dann Rechtsfahrgebot. Und hier kann der einfach so durchfahren. Ja. Das ist ja dann nur der eine Zug, der von da kommt. Okay, das dürfte soweit passen, denke ich. Rechtsfahren da, dann stelle ich das hier auch noch ein, dass da keiner aus Versehen hier reinfährt. So. Das ist das. Dann muss ich hier nochmal einstellen, dass die Züge nicht nur in die eine Richtung fahren können, sondern auch da aus da rein. Vielleicht, also muss ich nicht, aber es wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Passt das überhaupt? Kriegen wir das hin? Also mal wieder das Signal im Weg.
Ich probiere es mal aus. Ohne dieses Signal hier. So, das ist das. Ja, so kriegen wir das hin. Das ist nichts Neues. Machen wir das so und dann kommt da das Signal hin. Und dann ist gut. Okay. Sieht erstmal nicht verkehrt aus. So, das ist jetzt die Strecke. Jetzt kann ich es laufen lassen. Und dann kann ich schon mal die Linien einrichten, die wir jetzt brauchen für den Öltransport und dann Benzin. Ja, vor allem dann, ja genau, Benzin zur Strecke. So, dann mal los. Legen wir los. Also wir nennen das, wir gucken erstmal, wie der Bahnhof heißt. Von da nach da, Detroit, okay. Detroit Öl. So einfach. Neue Linie. Von da. Nach da. Und das ist Detroit Benzin. Ja. Dann haben wir auch das. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Nö, muss ich gar nicht. Also hier vorne haben wir ja diese beiden Gleise. Die können sich ja hier gar nicht kreuzen, deswegen brauchte ich hier auch nicht gucken. Gut, das ist das. Schön, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch einen Zug, der da mal fährt. Mal eben gucken, ob alles elektrifiziert ist hier. Das ist alles elektrifiziert. Das auch. Das ebenso. Depot auch. Ja, dann können wir das mit dem Elektrozug machen. Nur falls wir es wollen. Ja. Und den... Haltet mal. Den Personenzug. Den können wir uns auch mal angucken. Ob der inzwischen auch schon... Ob der inzwischen auch schon Geld macht. Noch nicht. Okay, der läuft ja auch jetzt. Ist ja gerade erst im Betrieb. 4 von 72. Immerhin. Da ist wohl noch kein großer Bedarf, zwischen den Städten zu reisen. Naja, gut, ihr kennt das ja, das entwickelt sich. Oder auch nicht, aber wir werden es dann sehen. So, auf jeden Fall die Straßenbahn, die fahren mal. Transportieren auf jeden Fall auch Leute, da fährt man mit. Allerdings ist sie nur in Chicago auch profitabel. Chicago Tramlinie 2. Kurz gucken, was war die Tramlinie 2? Hier die hellgelbe. Ja, da schicke ich mal vielleicht noch zwei Fahrzeuge rein. Ist das hier das Depot? Das ist das Depot. 1, 2, die gehen mal noch in die Chicago Tramlinie 2. Okay. Damit wir dann da natürlich einen besseren Takt haben. Das ist das Ziel. Und hier haben wir jetzt auch so viele Fahrzeuge. Ja, das wird sich hier auch noch entwickeln. Das ist ja auch gerade erst da eingebaut. Das kommt noch. So, 1 Million haben wir gerade knapp. Damit kann man noch keinen Zug kaufen. Das ist der leere Viehzug. Ja, Nahrungsmitteltransfer haben wir ja auch hier. Wo haben wir den Zug dafür? Nahrungsmittel, das sind die LKW wieder. Da haben wir einen. Der macht, oh wow, der macht richtig Geld. Ist nach Indianapolis, 1,31 Millionen aktuell. Sieht gut aus. Finanzen wollte ich mir angucken. Ja, oh ja, da macht er richtig Geld. Schauen wir uns doch mal hier die Lage hier an. Da haben wir auf jeden Fall auch Nahrungsmittel liegen. So, jetzt könnte man sagen, Indianapolis, Nahrungsmitteltransfer und Ziegeltransfer. Achso, ja, die bringen ja allesamt hier die Nahrungsmittel darüber. Weil ich die Fahrzeuge nicht extra, weil ich nicht definiert habe, was die da transportieren sollen. Und der Zug mit den Ziegeln, den haben wir ja gerade einmal halb leer fahren lassen. So, wo ist denn der Ziegelzug? Da ist er doch. Ich bin mal gespannt, ob die denn noch dann die Ziegel transportieren oder ob die dann einfach da liegen bleiben.
So, ich sehe auch gerade, wir haben schon Geld. Da haben wir Rohöl, genau. Gucken, was uns das Ganze kosten soll. Hier Elektrotraktion, 8 Millionen, alles klar. Gehen wir wieder auf die Atlantik. Und ein Kesselwagen, der kostet knapp 600.000. Da brauchen wir bestimmt 3 Stück von. 3 Stück, 5 Stück von. Und dann hier die Atlantik davor, die fährt 100, der fährt 120. Könnten noch mit der fahren. Nein, die fährt nur 80. Das bringt's nicht. Die zieht zwar mehr, aber wir brauchen die Höchstgeschwindigkeiten. Das Gelände ist flach. Also 4,5, knapp 5 Millionen brauchen wir für den Ölzug. Und jetzt sieht man auch, jetzt wird's tatsächlich knapp mit dem ersten Öl. Naja. Das Gute ist aber, wir könnten, wenn ich mich nicht irre, hier den Brennstoff direkt mit dem gleichen Fahrzeug abtransportieren, mit dem gleichen Zug. Genau. Das geht. Dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Dann ändere ich die Linie. Wir lassen die, ich glaube, richte die mal ein und dann lasse ich die erstmal so laufen. Lass den zweimal Öl holen und dann ändere ich die Linie ab. So, okay, komm, ein bisschen Gas geben, dann kriegen wir noch den Zug gekauft. Haben wir jetzt auch Ziegel da? Sind die denn jetzt verteilt worden oder wie ist das hier? Ja, die werden verteilt, die Ziegel. Gut, ich würde jetzt mal prognostizieren, wir kriegen jetzt die 100 Benzin nicht bis 1925 geliefert, wie es aktuell aussieht. Das wird ein bisschen zu knapp, denke ich. Schön die Tram da, die Autos rasen daran vorbei, okay. So, Pause und zukaufen. Atlantic und dann 1, 2, 3, 4, 5. Auf Indianapolis, Detroit Öl. Und los geht's. Zoomen wir da mal ran. Hier ist schon alles vorbereitet für die Zukunft. Aber wir fahren noch mit Kohle. Ich meine, wenn wir hier auch Öl holen, um Benzin raffinieren zu lassen, um dann mit Autos zu fahren. Ja, wollen wir uns mal nicht beklagen. Schöner schwarzer Schlot. Schwarzqualmender Schlot. Wir fahren hier schön traditionell mit fossilen Brennstoffen. Gut. So, der Zug fährt und wie sieht der Nahverkehr in Indianapolis aus? Ja, guck mal, er hat sich doch berappelt. Die Regionalbahn, die macht dafür deutlich miese, aber das hatten wir ja auch schon das Thema. Ja, guck mal hier, der ist jetzt auch knackevoll. 70 von 72 Leuten sind bereits eingestiegen in den Zug. Sehr gut. Oh, der hat Schlupf. Wenn die Triebräder durchdrehen, wenn die Gleise zu glatt sind. Ja, gut, okay. Dann können wir eigentlich mal einen Moment abwarten und gucken, dass das Öl hier auch ankommt. Ein gutes Jahr haben wir noch Zeit, das zu schaffen. Hängt natürlich auch davon ab, wie lange der braucht hier für diese Strecke. Wie viel fasst denn der Zug überhaupt? 60 Tonnen. Das ist nicht weit hier, das Stück. Wenn er dann zweimal da runterfährt, vollbeladen. Ja, könnte. So weit ist das Stück ja auch nicht. Naja, warten wir es ab. Wir machen erstmal an der Stelle eine Pause.
Oh, fährt er auch Höchstgeschwindigkeit? Nein, es hört sich dann. Oh, fast! Ja, 94 von 95. Das ist Höchstgeschwindigkeit. Fährt jetzt hier. Oh, da sollte ich den vielleicht. Achso, er macht jetzt seinen ersten Halt da, ne? Weil er da ja jetzt das Öl hinbringen würde. Ach, okay. So, und schon geht's los. Da habe ich natürlich auch gnadenlos gepennt und weiter geht's. Fährt er los. Okay, so, dann ist er auf dem Weg und wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. Und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!